Einen wunderschönen guten Tag, werte Freunde. Ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Genau. Heute mal im Hintergrund hört man es vielleicht schon mit ein bisschen andere Musik, ja. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen dazu nostalgisch durchdringen lassen. Ja, also ich wollte es jetzt mal ein bisschen etwas anderes an die Tagesordnung bringen. Und zwar an die ganzen Kinderserien, die mich so begleitet haben. Ich hoffe, es gefällt. So, jetzt hört man gerade Beyblade. Sehr interessant. So. Ja, ich habe nämlich mal meinen Rechner ein bisschen aufgeräumt. Und da sind mir unter anderem in meinem Ordner mit der ganzen Musik sind mir diese ganzen Kinderlieder wieder in die Hand gefallen. Und da dachte ich mir so, ey, das kann man auch mal reinnehmen, damit man halt mal so ein bisschen die Leute in das nostalgische Schwärmen versetzt. Was ich auch nicht so verkehrt finde. So. Genau. Das ist Alfred Jodokus Quack. So, und jetzt überlege ich gerade, was machen wir am besten? Hier unser Fallstuhl, der klappt ja jetzt eigentlich auch wieder einwandfrei. Erst recht, weil ich den ja ein bisschen vereinfacht habe. Von der Logik her. Dass das Wasser, dass das ja, wenn man halt hier diese Schilder macht, dass das nicht runterfließt. So, ich habe natürlich ja davor, dass hier mit diesen komischen, mit diesen Repeatern oder wie heißen da, diese Spender, habe ich das ja raussprudeln lassen. Aber das war ja eigentlich unnötig. Das hätte man ja gar nicht machen brauchen und deswegen haben wir das upgraded. Nun gut, so, was wollen wir machen? Außer mit Summen. La 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 la. Ich habe mir überlegt, wie man das hier vielleicht besser gestalten kann. Leider geht das nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich wollte nämlich mir einen ganz einfachen Trick zu eigen machen, aber das klappt leider doch nicht. Und zwar wollte ich nämlich hier ganz einfach auch etwas mit Wasser machen, und zwar hier so einen Spender reinknallen, der dann einfach das Wasser runterfließen lässt, und unten legen wir ein Boot hin, was dann einfach nach oben steigt. Aber das klappt leider nicht so ohne weiteres. Das haben sie weggefixt, das geht nicht mehr. Das ging früher mal, aber mittlerweile geht das nicht mehr. So, jetzt haben wir Conan. Conan Edogawa. Ach ja, das sind die ganzen schönen Kinderserien. Mich würde echt mal interessieren, was ihr so geguckt habt, was ihr so guckt. Weil ich muss jetzt auch mal eingestehen, jetzt wo man halt berufstätig ist und halt beziehungsweise in Ausbildung steht, einige von euch stehen ja in der Ausbildung, da ist es ja eh immer so, da kommt man ja nicht eher als 16 Uhr nach Hause und da hat man ja nicht wirklich mehr die Möglichkeit, RTL2 zu gucken, wenn das überhaupt noch geht. Kommt denn überhaupt noch RTL2 was? Ich weiß es nicht. So. Das weiß ich leider nicht, ob es da noch was gibt. Aber es würde mich echt mal interessieren, ob jetzt überhaupt noch solche Serien laufen. Das würde mich echt mal interessieren. So. Ja, ja, ja. Und früher alles mitgenommen. Ja, genau, die Kickers. Super Sache. Oh, wir haben ja noch Dingsbums. Cool. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitsingen. Ja, das ist unglaublich. Ja. Dafür habe ich das ja auch eingebaut, diese Musik. Unsere Kickers, die machen es vor. Vor. So, okay. Ja, ich habe ja gesagt, das blaue Glas, das ist da doch nicht so meins gewesen. Erst recht, weil wir hier relativ wenig, relativ wenig Licht haben. Somit haben wir hier so ein ekliges Schattenspiel, welches diese Glastextur ziemlich ätzend macht. Ätzend gestaltet. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, dann machen wir hier diese Glasfront doch wieder so, wie wir sie erst hatten. So, hier müssen wir natürlich auch nochmal das ein bisschen anpassen. Aber es gibt ja eh immer noch hier. Hier haben wir noch so einige Baustellen, die wir noch beheben müssen. Verflucht. So. Ja,
ekliges, kühles, nass hinfort. Hinfort mit dir. Was? Hinfort! Ja, okay, das ist jetzt keine Kinderserie. Aber hat mich natürlich auch geprägt. Das lief früher ja auch unter anderem als Serie. Bam 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 bam. So, okay, was haben wir hier? Zack. Und aber hauptsächlich habe ich eigentlich Kinderlieder und Kinderserien Titellieder drinne. So. Wumms. Easy doing. Also das hätten wir. Das hätten wir. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man den Fahrstuhl am besten gestalten könnte, ich bin ganz Ohr. Ich bin echt ganz Ohr. Ich weiß es echt nicht, wie man das am besten gestaltet. Ich bin jetzt auch hier in der Überlegung, wie man den Ausbau am besten gestalten könnte. Hier wurde ich natürlich dementsprechend erstmal die Wendeltreppe weitermachen, welche sich halt hier so runterschlängelt und dann bis hier unten hin. Und dann dementsprechend den Fallstuhl, den lassen wir, ganz klar. Den können wir lassen. Hier wurde ich dann, hier überlege ich, wie wir den Boden gestalten. Ich bin sehr der über, also, ja, kann man, ach, verflucht. Ich überlege mir hier eigentlich schon seit einigen Tagen schon, wie wir das am besten gestalten. Ich würde ganz einfach sagen, wir lassen das in diesem Mauerstil und dann lassen, dann machen wir damit auch den Boden, ja. Dann fließen wir hiermit auch alles und dann haben wir das alles einheitlich, fertig ist. Also hier ziehen wir die Kante, alles in diesem Bereich gehalten. In diesem Skin. Halt, Moment, dann machen wir das einfach mal so. Alles einfach in diesem Skin halten. So, dann kriegen wir hier auch keine... ja, dann kommen wir hier nicht irgendwie in Schwulitäten. Dann können wir das einfach alles in diesem Skin halten. Fertig ist. So. Achso, warte mal. Hier habe ich noch Eisen gesehen gehabt. Das möchte ich mir nicht... entgehen lassen. Zack, zack. So. Genau wie den hier, den Block, den brauchen wir natürlich auch. Und den natürlich auch. So. So. Zack. Okay. Wumms, wumms, wumms. Wumms, 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 wumms. Ja, natürlich weiß ich, dass Minecraft ja keine wirklichen Geräusche macht. Deswegen machen wir das jetzt alles. Okay, gut, passiert nichts. Ich dachte schon, ich habe mir jetzt da wieder was zerwichst. Aber Gott sei Dank ist da nichts passiert. So, dann können wir das ja so lassen. Und alternativ, ich habe mir auch schon was überlegt mit der Schafswolle. Mit der Schafswolle haben wir ja die Möglichkeit und die Befähigung, uns Teppiche zu bauen. Finde ich auch nicht schlecht, könnte man eigentlich auch in Erwägung ziehen. Aber das sind halt so eine Sachen, ja, könnte, das sind halt, entweder man macht es oder man macht es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir es machen werden, aber wir können schon mal eine Sache feststellen. Wir machen hier erst einmal ein bisschen Steinverlegung, so, Mosaikleger, so, zack, jetzt weiß ich nicht, legen wir hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall müssen wir hier auch noch so eine Säulen bauen. Das kommt auf jeden Fall gut. Wie breit ist denn eigentlich so eine Nische? 1, 2, 3. Also wenn wir jetzt 1, 2, 3 noch gehen, dann hätten wir 1, 2, 3. Ja, würde genau passen. So, 1, 2, 3. Zack. So, dann würde rein theoretisch... Whoop! So, dann passt das auch. Dann würde das nämlich genau passen. Dann könnten wir hier noch eine Nische reinknallen. Und dementsprechend, ja, hier könnte man auch machen. So. Dann baut man nämlich hier auch noch so eine Tun-Nische. Man könnte natürlich jetzt das auch so gestalten. Obwohl.
Genau, dann lässt man das so, dann baut man halt die Truhennische für das Lager halt noch eins so. Dann geht man jetzt hier, also das lassen wir jetzt als Block an sich und dann ist hier die nächste, dieses nächste Regal, was dann anfängt dementsprechend, dass man hier wieder nach innen läuft und hier nicht nach innen läuft, sondern dass dann hier wieder Truhen stehen und so weiter und so fort. Dass sich das dann immer alles nach und nach ergänzt. Do you know what I mean? I think so. Oh mein Gott! Wo sind wir hier nur geraten? Was ist das, Ascari? Ist das die Nautilus? Ich weiß es nicht. Mulder. So. Ja, ja, ja. Läuft das überhaupt noch? Ich weiß, dass es da einen Kinofilm gab, den ich sogar geguckt habe, den ich aber nicht so pralle fand. So. Naja, auf jeden Fall, wir müssen hier dann noch ein bisschen Teppich legen und hier auch noch so eine Dinger rankleben, so eine Schilder. Ja, also damit man das dann alles eindeutig immer sieht, wo wir hinwollen. Hier zum Beispiel erster Stock, Wumms, zack. Erster Stock sind wir angelangt. Na super, erste Etage. Ich weiß gar nicht, ob uns das überhaupt was bringt. Ja, ich glaube, die erste Etage war doch hier so ein komisches Kackdingens. Hatten wir hier die Diamanten gefunden gehabt? Wo waren das? War das hier? War das in dieser Nische? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist schon viel zu lange her. Da sind schon wieder einige Monde ins Land gegangen, seitdem ich das letzte Mal hier in diesen Gefilden war. Wir hatten ja unter anderem auch noch vor, dass wir da einen Bahnhof bauen, ins blaue Gebirge auswandern, dort uns, keine Ahnung, die Minen von Moria bauen. Ja, das sind alles so eine Pläne. Aber hier diesen Fahrstuhl, das ist noch so eine Sache, wie man das am besten gestaltet. Wir müssen hier, ich schätze mal, so 64 Blöcke nach oben. Das ist schon eine Menge, weil wären es nur ganz wenige, so 15, 10 Blöcke, dann hätte ich sogar eine Idee schon äußern können, die ich mir so vorgestellt habe. So, und zwar hätte man da zum Beispiel dann halt mit Pistons dann halt hier Blöcke hoch und runter stoßen lassen können. Das wäre nämlich auch eine coole Variante geworden, aber das geht leider so nicht. So, nun gut. Also wir sind hier auf Höhe, auf Höhe 50. Also auf Höhe 50 müssen wir runterkommen. So, das ist doch schon mal schick. Also es heißt, warte mal, schick heißt super und super heißt gut. So. Okay, hier kommt erstmal das Ding hin. So. Und. So. Also heißt es dann, dass wir hier wieder reingehen müssen, weil hier ist es genau so, wie wir es auch unten haben, bloß halt mit 90 Grad Versatz. Ja, also so möchte ich das Lager dann da auch aufgebaut haben. Aber ich wette, wir gehen jetzt hier links. Hier links wollte ich ja eher unsere Schmiede hinbauen und Verzauberungsraum. Obwohl, nee, Verzauberungsraum, den können wir dann auch halt ein bisschen höher bauen. So, nun gut, jetzt muss ich erstmal hier wieder ein bisschen klarkommen, wie wir das am besten machen. So, oder hier können wir natürlich, okay, hier können wir auch die Schmiede hinzimmern. Ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. So. Genau, dann machen wir das hier einfach hier. Zack. Und so. Okay. Bam, bam. Bam. Okay, genau, dann lassen wir das einfach auf der Höhe ausklingen. Okay, wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt hier weiterarbeiten? Okay, ich überlege gerade. Ja, okay, so weit müssen wir auf jeden Fall gehen. So. So weit müssen wir auf alle Fälle gehen. Genau, dann machen wir das echt so. Ja, super duper, ja. Also, ich liebe es bei Minecraft, wenn man dann halt nicht gerade so der Mensch ist, der so viel
ja, so viel Wert auf Akkuratesse legt, dass man dann einfach sagt, okay, das wird schon irgendwie passen. Und dass dann alles irgendwie dann mal schlussendlich sich wirklich zusammenfügt, da freue ich mich dann immer so derbst, ja. Also da freue ich mich echt wie so ein kleines japanisches Schulmädchen. Das ist unglaublich. Aber wer freut denn sich da nicht? Wenn man dann auf einmal feststellen muss, ey, das geht ja wirklich auf, so wie ich es geplant habe. So, natürlich, es gibt auch viele, viele Leute, welche dann hier immer abzählen und so, aber das ist mir alles viel zu stressig und viel zu blöde. Und deswegen mache ich das eher so Carpe Diem-mäßig, von wegen, genieße den Tag, lebe in den Tag, nutze den Tag, mach einfach, was du Lust, also, wozu du Lust hast. So.